Ja, moin Leute, euer Vionix am Start. Frohes neues Jahr von mir und Bob. Und ja, wir legen los. Ich habe hier eine Runde Cookie und ihr habt es im Thumbnail gesehen. Gebt niemals auf. Ich war hier kurz so drauf und dran, schon zu sagen, das Game ist gelaufen. Warum seht ihr jetzt gleich? Und gehen hier aber erstmal relativ zügig durchs Early Game. Ich hatte es gespielt, aufgenommen, aber Facecam aus, weil das war irgendwie mal abends, ich war durch, hab gesagt, komm, ich mach trotzdem noch eine Runde. Und sie ist interessanter geworden als gedacht. So, wir haben hier Turn 1 Sunbaken, dann Turn 2 gelevelt und jetzt Turn 3 werden wir dann, deswegen habe ich Sunbaken gekauft, die 3 und 3 Curve spielen, das heißt, wir müssen ein Gold irgendwo herkriegen, dadurch, dass ich halt den Sunbaken verkaufe und gehen dann direkt voll rein. Ja. Einziger Nachteil, 3 und 3 Curve, man nimmt natürlich relativ viel Schaden im Early Game. Ja, da ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Deswegen raus damit, 3 und 3, wir schmeißen den Untoten rein. Und es ist, naja, ich hätte mir natürlich den Tier 3 Untoten irgendwie gewünscht. Es ist aber leider nur der Gravegrobber geworden, ohne einen Untoten, den ich fressen kann. Also auch kein frühes Scaling. Nicht ganz optimal. Deswegen wird ja auch nicht gefreest. Ich hoffe natürlich, jetzt die Folgerunden Untote zu finden und da den Bild draus zu bauen. Ja, da seht ihr es, 3 und 3 Curve. Die Gegner haben halt schon ein relativ volles Board und mit einer, selbst wenn es ein 3-Drop wäre, hat man es mit einem 3-Drop natürlich schwer. So, für 6 Gold in Zug 4 sollte man natürlich den Double-Buy machen. Auch da nichts Gutes dabei. Der einzige 3-Drop ist etwas, was nur mit Drachen in Kombination Synergie hat. Deswegen nehme ich ihn nicht. Ich nehme stattdessen den Tier 3 Spell, der mir jede Runde Scaling gibt. Und das ist jetzt gerade schlecht, aber in ein paar Runden ganz gut. Und ja, ich werde den unendlichen Ritter hier fressen, weil 5-5 Scaling auf dem Gravegrobber natürlich mehr wert ist als jetzt gerade der unendliche Ritter. Kontinuierlich ist unendlicher Ritter mehr Scaling. Aber ich möchte irgendwie ein bisschen stabilisieren und nicht zu viel Damage bekommen. Funktioniert hier schon mal ganz gut. Da ist er gone. Auch das Problem mit Double unendlicher Ritter ist, wenn man ein leeres Board hat und nur noch die zwei unendlich, zwei Gravegrobber hat, frisst der eine den anderen und man verliert voll viel Stats. Das heißt, ich habe hier absichtlich nicht den zweiten Gravegrobber mitgenommen. Mit dem einen Gold, was ich übrig hatte, hier noch den einen Goldspell mitgenommen. Und dann erstmal den Ted, was ja auch irgendwie gebanktes Gold ist, weil man ihn wieder für 2 Gold verkaufen kann. Und hier Reborn Micro Mummy, um zweimal den Gravegrobber zu scalen. Schon einiges an HP auf dem Lava Lurker natürlich. Und da verlieren wir knapp, leider gegen den One Drop da. So, wir können einen neuen Untoten entdecken. Leider auch kein 4-Drop wieder, obwohl wir gerade auf 4 gelevelt haben. Aber das Meta will das so ein bisschen, dass man relativ zügig levelt aktuell. Trotzdem, ja, der Gravegrobber ist so das, was mich noch so irgendwie ein bisschen am Leben hält. Wir kommen gegen Ozumat. Leider sehr, sehr starker Gegner, weil er diese Extra-Unit hat natürlich. Und müssen dann gucken, ob wir in den nächsten Runden irgendwie mal ein Bild zusammenkriegen, weil aktuell sind wir eigentlich One Minion Andy mit dem Gravegrobber. Aber so ist das leider manchmal. Ja. Und da auch gegen Lava Lurker Krabben leider verloren. Und ihr seht, wie schnell unser Leben dahin schwindet. Die 3 und 3 Curve hat uns ordentlich was gekostet. Da ist jetzt erstmals eine Kombination, ein bisschen Attack-Buff, ein bisschen allerlei. Ja, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, eine Unit auf der Hand zu halten, nur um den Zug da drauf dann mit Scourfin was zu haben. Deswegen an der Stelle, ja, wie soll ich sagen, an der Stelle kann ich nichts auf der Hand halten, sondern muss das so mitnehmen. Ja, hier das Gold maximal da reingesteckt, irgendwie was zu holen und habe dann aber mich doch entschieden, Spearhide auf der Hand zu halten, weil ich habe ja jetzt Gott sei Dank dann doch einiges aufs Board gekriegt
und hoffe damit jetzt irgendwie zu stabilisieren. Aber mit sehr, sehr viel Reborn und sehr, sehr und dem Five-Drop der Untoten stellt er mich hier einfach komplett in die Ecke. Und ja, ich sag's euch, wie es ist. An der Stelle habe ich gedacht, das Game ist gelaufen. Einfach straight Platz 8 runtergerannt. Und ja, wir kriegen hier so viel Damage, habe ich gesagt, da bin ich tot, habe das Spiel verlassen und ungefähr so sah meine Reaktion da an der Stelle aus. Ja, was soll ich sagen? Aber es kam alles anders. Ich habe überlebt und zwar mit einem HP. Und deswegen geht's hier doch weiter zu meiner Verwunderung. Ich hatte da die Aufnahme schon quasi abgebrochen, habe dann überlebt mit einem HP und habe gedacht, oh, ich lebe doch noch, Aufnahme direkt wieder an und weiter geht's. Und das ist ein super Beispiel, weil ich jetzt auf einmal mit einem HP stabilize. Ein HP ist alles, was man braucht. Das sagen wir sehr gerne im Stream. Schaut auf Twitch vorbei, wenn ihr Bock habt, auch mal die Games zu sehen, die nicht so gut laufen. Denn klar, auf YouTube funktioniert am besten die Games, die irgendwie spannend waren, gut gelaufen sind. Aber auch ich mache mal einen 7. oder 8. Platz. Das sieht man dann auf Twitch natürlich, weil das ungeschnitten die Wahrheit ist einfach. Link zu Twitch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Bock habt auf geilen Content, 2024 sind wir dann ja jetzt. Unter anderem der Duo-Modus, hier werde ich mich dann wahrscheinlich mit einigen von euch auch mal reintrauen. Dann lasst doch gerne ein Abo hier, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, auf einmal kriegen wir es dann doch irgendwie gebacken, hier zu stabilisieren gegen die anderen Untoten Spieler. Untote, aktuell eine Klasse, die sehr präsent ist, wenn keine anderen Hyrule-Klassen drin sind. Und das war hier so der Fall. Und der Gravecrawler natürlich stat-technisch jetzt einfach ein Monster geworden inzwischen. Da hat Flörgel hat's rausgehauen, im Gegensatz zu mir, glücklicherweise. Und deswegen gucken wir weiter. Ja, ich habe jetzt schon einige unendliche Ritter gesehen. Hätte ich die alle aufs Board gestellt, wäre das unendliche Ritter-Scaling natürlich schon echt gut gewesen. Aber, leider nein. Ja, die Frage ist, was macht man hier? Ich entscheide mich dafür, mich von Scourfin zu trennen für Titus Tribute. Super starker Spell. Einsetzen tue ich in dieser Runde noch nicht, aus dem einfachen Grund, dass ich gegen den Ghost komme und davon ausgehe, dass er nicht stark ist. Ich so überlebe, aber dann gegen den nächsten Gegner, der ja wahrscheinlich stark ist, nochmal irgendwie was extra in die Waagschale werfen kann, um zu überleben. Ja, wir sehen, meine große Unit würde das alleine carryen. Der nächste fliegt raus. Wir machen weiter. Ich traue mich hier nur zu leveln, weil ich weiß, dass der Titus Tribute mich stärken wird die nächsten Runden. Aus dem Grund nehme ich das hier. Und da nehmen wir nur den Stacheleber mit, weil der aus einem der Blood Gems mir nächste Runde extra Gold gibt und das mir ermöglicht, mein Bild weiter auszubauen. Und dann gehen wir rein gegen Vone hier. Ja, und bevor ich es vergesse, ihr seht, ich habe da vorne den Moreau schon einmal gefressen mit dem Gravecrawler. Macht das nächste Runde auch, weil wenn ihr den in eurem Zug zerstört, wird dieses Scaling natürlich permanent. Klar ist Moreau gut, aber das als permanentes Scaling zu haben und dann wieder neuen Boardspace für zum Beispiel noch einen neuen davon oder andere Units, ist definitiv eine gute Möglichkeit. Und auch Vone kann sich hier nicht gegen uns durchsetzen. Wir hauen ihn raus und Stück für Stück kämpfen wir uns die Leiter hoch, nachdem ich gedacht habe, das Ding ist schon durch. Ja, einen guten Spell sollte man sich wahrscheinlich reinziehen. War leider nichts richtig Gutes. Aber da ist endlich der Triple. Darum ging es dann im Endeffekt. Morgul ist nach wie vor eine der Units, die man wahrscheinlich nehmen muss. In den meisten Fällen gegen große Stats ist das immer ein richtig guter Konter. Und weil ich sehr viel Todesröchel und Reborn habe, ist Ferix mit den Gottesschilden natürlich auch eine richtig geile Unit. Und das Gottesschild natürlich auch nach wie vor ein Top-Target für die Bloodgem-Buffs. Wir sehen so viel Untote diese Runde, das ist wirklich wild. Ja, und er hat halt Eternal Summoner schon als Six-Drop. Da werde ich mich wahrscheinlich umgucken müssen, weil das einfach leider sehr, sehr starkes Scaling ist. Das fehlt mir einfach gerade auf meinem Board. Aber noch, solange die Ritter noch nicht so gut gescaled sind, ist der Gravegrobber einfach eine Bank. So viel Stats können die Gegner nicht aufbringen und wir gewinnen hier, Gott sei Dank.
Dankbar natürlich auch hier die Runde gegen den Ghost. Dann gehen wir auf 6. Gucken wir, ob wir geile Spells finden können. Schauen, was für einen Untoten wir entdecken dürfen. Hackbuffs natürlich für Untote nach wie vor prädestiniert. Und dann nutzen wir das, machen da den Stachel-Eber-Slot frei. Beide eine Rubians spielen für die Tech-Buffs und gucken dann, was wir machen. Hand-Triple wäre attraktiv, aber wenn man Hand-Trippelt, ist das das gleiche wie wenn man Gottesschilde trippelt. Man macht aus zwei Gottesschilden leider nur eins, verliert dadurch ein Gottesschild. Und bei Hand ist es, man verliert Todesröcheln sehr viele. Sie beschwört eine Reborn-Hand, die dann nochmal was beschwört. Und das zweimal, weil ich ja zwei Stück habe. Hätte ich sie getrippelt, würde ich nur eine Hand und einen Reborn dann daraus bekommen, was mit den Attack-Buffs der Untoten absolut schlecht wäre. Das heißt, lieber mehrere haben als eine goldene. Ja, der Drachenbild hatte auch keine Chance, ist gegen die anderen Untoten-Builds untergegangen. Ja, und Ferix funktioniert einfach auf Untoten so gut. Kann man nichts gegen sagen. Und damit gehen wir in die Top 3. Super spannend. Wir kommen gegen Snake Eye. Das war die, gegen die ich eben quasi aufgegeben hatte und schon gesagt habe, ich fliege hier raus. Aber ich konnte einiges neu in die Waagschale werfen. Deswegen schauen wir mal. Nochmal Attack Buffs mit reingebracht. Nochmal einen neuen Anubarak. Spot, um Ferix und den Murloc zu beschützen natürlich. Ja, und dann mit dem einen Gold, was übrig ist, Overconfidence mitnehmen, denn die Sache ist die, entweder ich werde jetzt Dritter, wenn ich verliere, das ist okay, aber wenn ich gewinne, kann ich dieses extra Gold von Overconfidence natürlich super gebrauchen, um nochmal eine Runde so stark wie möglich zu werden, um alles in die Waagschale zu werfen gegen Ozumat. Deswegen hier Overconfidence und was soll ich sagen, wir gehen rein gegen Snake Eye. Ja, da haben wir Reborn Phalanx Build. Gutes Scaling, aber die Phalanx wird erst nächste Runde golden. Das heißt, ich habe diese Runde noch irgendwie Zeit, mich dagegen zu wehren. Und es funktioniert erstaunlich gut, Gott sei Dank. Und da macht der Murloc seinen Job. Wir holen das Ding. Und weil wir auf 6 gelevelt haben, killen wir sie genau. Und da habe ich wirklich mit einer P mich vorgekämpft auf den zweiten Platz. Hier nochmal der Buff auf 20-20 Stats, definitiv eine gute Sache. Und jetzt heißt es, alles aufs Board hauen, was geht, um sich irgendwie gegen Ozumat durchzusetzen. Auch er ist so low HP, es wird keinen weiteren Fight geben. Es ist er oder ich, anders geht's nicht. Und deswegen gucken wir mal. Hier ist jetzt die Überlegung, kann ich noch einen Spell machen oder muss ich direkt auf den Murloc gehen? Ich entscheide mich hier für den Spell. Weil da natürlich noch gute Sachen bei sind, zum Beispiel Gottesschild oder. Man kann diskutieren, war vielleicht ein Fehler, ja, aber ich habe mich dafür entschieden und dafür muss ich jetzt auch gerade stehen. Und ich glaube, mit dem zweiten Platz kann ich nach dem Early Game wirklich zufrieden sein, auf Messerschneide getanzt. Und ja, wir gehen rein gegen Ozumat und schauen uns sein Bild an. Wir wissen, der Eternal Summoner auf seinem Board. Jetzt kommt es darauf an, wie viele Summoner oder wie viele Ritter hat er schon gescaled. Und da sehen wir es leider, er hat viele Ritter gefunden, seitdem wir ihn das letzte Mal besiegt hatten. Und gegen das Scaling kann ich leider einfach nicht mithalten und muss mich geschlagen geben. Trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gezeigt, niemals aufgeben. Und ich freue mich auf ein geiles 2024 mit euch, wenn ihr Bock habt auf den Stream. Link in der Videobeschreibung und ansonsten gern ein Abo da lassen. Glocke, Like nicht vergessen und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus.